Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal wieder um eine kreative Fotoidee bzw. ein Foto, das ihr zu Hause recht einfach nachmachen könnt. Ihr seht es schon so ein bisschen. Ich habe hier meine Tischplatte mal mit einem grünen Stoff überzogen. Ich habe Spielkarten und ich habe Spielchips. Das heißt, mir geht es um Blackjack. Das heißt, ich möchte ein Foto haben eines Blackjack-Spielers, der am Tisch sitzt. Aber nicht ein ganz normales Foto, sondern bei mir im Kopf war so ein bisschen quasi das Ganze so ein bisschen verraucht, vielleicht auch ein bisschen im Vintage-Retro-Stil. Das heißt, vielleicht Zeit der Prohibition, wo es keinen Alkohol gab und auch das Glücksspiel eigentlich verboten war. Das heißt, mein Foto soll so ein bisschen in so einem dunklen Nebenraum, Hinterzimmer stattfinden, wo quasi dann illegal gespielt wurde. Das heißt, ich werde mich jetzt auch gleich noch mal ein bisschen umziehen. Ich werde die gleichen Kleider nehmen, die gleichen Sachen, die ich auch schon bei meinem Vintage-Foto mit der Jalousie hatte. Das fand ich ziemlich cool und ich glaube, das passt auch gut zu dem ganzen Foto, nachher zu dem Fotostil, wie ich mir das Ganze vorstelle. Wie ihr nachher ein cooles Foto selber zu Hause machen könnt, was ihr dafür an Deko braucht und vor allem, wie die Lichtsetzung ist, denn die ist hier wirklich entscheidend, das erkläre ich euch wie immer im Video. Wenn ich ein Fotoprojekt habe, dann habe ich natürlich immer eine genaue Vorstellung schon vorab so ein bisschen im Kopf. Und die Vorstellung habe ich natürlich schon mal getestet für euch, habe die Lichtsetzung schon mal ausprobiert und das Ergebnis war dann dieses Foto hier. Und das war schon ziemlich genau so, wie ich es mir quasi vor dem ganzen Setting schon im Kopf fertig vorgestellt habe. Die Schwierigkeit war jetzt natürlich, das Licht vor allem zu setzen. Denn hier bei diesem Foto ist wirklich entscheidend die Lichtsetzung. Normales Licht, frontales Licht, Blitz von vorne, Blitzen, das kommt hier irgendwie nicht so richtig gut. Habe ich auch ausprobiert, denn hier möchte ich ja quasi so eine Hinterhof-, Hinterzimmer-Atmosphäre erschaffen. Und in solchen Hinterzimmern, da hat man ja meist das Licht so ziemlich dunkel von oben. Gerade so, dass man selber beleuchtet ist, die Spielkarten sehen kann und der Hintergrund ist auch ziemlich dunkel. Für das Kartenspiel selber, für den Aufbau, der ist recht einfach, das seht ihr hier schon, habe ich einfach ein grünes Stück Stoff genommen, was ich hier über meine Tischplatte gelegt habe. Das reicht nachher völlig aus und das erweckt nachher auf dem Foto natürlich den Eindruck von diesem Blackjack-Tisch. Die sind ja auch immer grün. Dann braucht ihr, ich habe mal geschenkt bekommen hier so einen Pokerkoffer. Da ist eigentlich alles drin, was wir brauchen. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn mir geschenkt hat. Ich habe ihn auch bis jetzt noch überhaupt gar nicht benutzt. Also falls derjenige das Video jetzt sieht, dein Pokerkoffer, super angelegt, tolles Geschenk, jetzt kann ich ihn super gebrauchen. Das heißt, wir haben Spielkarten da drin, wir haben auch solche Spielchips da drin und das ist eigentlich alles, was ich für den Aufbau hier auch brauche, für mein Foto. Denn das Ganze soll ja ein bisschen Atmosphäre haben und da sieht es natürlich am besten so aus, als wärst du mitten im Spiel. Das heißt, ich werde jetzt gleich erstmal nicht nur mich umziehen, um den optischen Look auch auf dem Foto wieder hinzubekommen, sondern ich werde auch das Ganze hier mal ein bisschen verteilen. Es gibt auch noch ein Getränk, was ich hier wieder hinstelle. Das zeige ich euch gleich mal. Und wenn der Setaufbau fertig ist, dann zeige ich euch, wie wir das Licht am besten setzen, um diesen Bildlook zu erreichen, den ich auf meinem fertigen Foto hier habe. So, Setaufbau ist fertig und ich habe mich auch entsprechend für mein Foto wieder umgezogen. Auf dem Tisch, habt ihr es gesehen, habe ich schon ein bisschen das Ganze vorbereitet. Ich möchte ja mein Foto so ein bisschen aus Sicht des Kartengebers oder des mir gegenüber machen. Das heißt, es liegen schon Karten auf dem Tisch. Ich habe die Spielchips hier quasi als Einsatz schon verteilt. Meine Spielchips, die mir gehören, die ich noch in den Topf werfen kann als Einsatz, liegen hier bei mir. Ich habe mir natürlich ein Getränk auch hier hingestellt. Künstliche Eiswürfel könnt ihr immer gut gebrauchen, da könnt ihr nämlich lange mit fotografieren, ohne dass die euch wegschmelzen und die habe ich auch hier bei mir mit drin. Und natürlich hier in der Hand habe ich meine eigenen Spielkarten. Das ist jetzt im Groben so eigentlich auch schon mein Setaufbau. Ein bisschen anspruchsvoller ist heute allerdings die Lichtsetzung, denn wir müssen unser Licht ein bisschen formen. Das heißt, auf dem fertigen Foto, ich zeige es euch hier nochmal, seht ihr bei mir hinten im Hintergrund, dass das Licht quasi zu den Seiten dunkler wird und ich quasi einen halbrunden Kreis in der Mitte hinter mir habe. Das Ganze kann ich ganz einfach erreichen und zwar steht hinter mir, den seht ihr jetzt nicht, den blende ich euch aber hier mal ein Aufsteckblitz. Das Ganze natürlich verbunden mit einem Funkauslöser und der Aufsteckblitz hat oben nochmal so ein Wabengitter, ein Grid oben drauf. Mit dem Grid kann ich das Licht formen.
Und zwar, so wie ich ihn hier aufgebaut habe, den Blitz, wird er mir dann hinter mir diesen halbrunden Kreis ausleuchten und die Seiten bleiben dann schön dunkel auf meinem Foto. Das ist so dieser bisschen dunkle, düstere Look, der dadurch entsteht. Der Blitz hinter mir ist zuständig für mein Hintergrundlicht, dass ich auch ein bisschen hervorgehoben werde, dass es nicht ganz so dunkel ist. Und dann ist natürlich ganz wichtig die Hauptbeleuchtung. Als Hauptbeleuchtung habe ich einen zweiten Aufsteckblitz. Und der ist hier über mir installiert. Ihr seht hier diese Lampe, diesen Reflektor. Das ist ein Beauty Dish. Das heißt, ich habe hier kein direktes Licht, sondern durch diesen Aufsatz wird das Licht quasi zurückgeworfen in diesen Reflektor und dann runter auf meinen Tisch. Das heißt, hier habe ich den Vorteil durch diesen Reflektor, dass auch hier mein Licht genau kanalisiert wird. Ich kann es genau platzieren. Das heißt, nur der Bereich auch hier ist schön ausgeleuchtet und der Rest meines Tisches zu den Seiten läuft dann wieder dunkel aus. Das heißt, diese Sachen müsstet ihr auf jeden Fall hier einsetzen. Wenn ihr es nicht habt, man kann alternativ, wenn ihr jetzt überhaupt gar keinen Aufsteckblitz habt, kann man so eine Lichtsituation natürlich auch mit normalen Lampen nachstellen. Das heißt, wenn ihr vielleicht irgendwo so eine Schreibtischlampe habt, die so einen ähnlichen Aufsatz hat, dann könnt ihr die hier auch positionieren und könnt auch hinter euch eine zweite Lichtquelle positionieren. Dann arbeitet ihr eben nicht mit dem Blitz, sondern ihr habt ein festes Licht, müsst dann wahrscheinlich nur den ISO ein bisschen anpassen, denn ich arbeite hier bei mir mit den Kameraeinstellungen. Kameraeinstellungen sind natürlich auf M, also komplett manuell, dass ich meine Lichtsituation hier unter Kontrolle habe. Das heißt, meine Einstellungen sind ein ISO 200. Dann habe ich eine Blende 4, denn ich möchte wirklich auch nur hier einen kleinen Teil auf meinem Foto scharf haben. Das bin ich hier vorne. Hier vorne soll es schon wieder unscharf sein und der Hintergrund natürlich auch. Und ich habe eine sehr schnelle Auslösezeit genommen, also eine schnelle, kurze Verschlusszeit von einer 160stel. 160stel ist eine gute Synchronzeit zu meinen Aufsteckblitzen, die ich hier habe. Und ich habe mit der kurzen Verschlusszeit dann auch die Möglichkeit, mal eine Bewegung einzufrieren. Und das ist nachher wichtig für meine Fotos, die ich hier machen möchte. Das heißt, ISO 200, Blende 4 und eine Verschlusszeit von einer 160stel. Wenn ihr mit einem Blitz arbeitet. Wenn ihr ein festes Licht habt, müsst ihr mal sehen, dann müsst ihr eure Einstellungen auf jeden Fall anpassen. Mein Licht, mein Aufsteckblitz ist hier auch sehr niedrig eingestellt. Ich habe hier eine 64. Blitzleistung von dem Blitz, der hier oben kommt. Denn das möchte ich schon hier einigermaßen hell haben und gut ausgeleuchtet. Und der Blitz hinter mir hat dann sogar nur noch eine 128. Blitzleistung, denn er steht ziemlich dicht an meiner Rückwand dran. Ansonsten wäre das Ganze überbeleuchtet. Und ich möchte ja quasi auch nur so eine leichte Aufhellung hinter mir im hinteren Bereich haben. Das sind meine Einstellungen fürs Foto. Also ihr braucht zwei Aufsteckblitze oder zwei feste Lichtquellen, die ihr aufstellt. Und dann braucht ihr eine Kamera, ganz einfach Kit-Objektiv. Ich habe hier zum Beispiel ein 24-105 von Sigma drauf. Und dann könnt ihr auch schon euer erstes Foto machen. Und damit das Ganze nicht so langweilig ist, habe ich natürlich, wie gesagt, eine schnelle Verschlusszeit eingestellt. Denn da können wir nämlich coole, abwechslungsreiche Bilder machen. Wie fotografiere ich? Ich fotografiere mich jetzt wieder selber. Das heißt, ich habe in meinem Fall die Canon-App aufgemacht, habe 2 Sekunden Vorauslösung eingestellt, sodass, wenn ich jetzt fotografiere, das heißt, ich kann hier auf meinen Auslöser drücken, kann mich erstmal anfokussieren, habe dann genug Zeit, mich so zu positionieren, wie ich es gerne hätte für mein fertiges Foto. Und dann können wir auch schon mal unser erstes Foto machen. Und zwar machen wir das mal. Ich mache jetzt mal den Vorauslöser an, 2 Sekunden. Und dann setze ich mich hin und wir machen unser erstes Foto. Und dann seht ihr, das sieht schon ziemlich cool aus. Die 160. können wir jetzt aber auch nutzen, um Bewegung ins Foto zu bekommen. Und zwar möchte ich jetzt einfach mal ein Foto davon machen, wie ich zum Beispiel solche Spielchips hier in den Pot quasi einwerfe. Und das machen wir auch. Ihr müsst jetzt hier nur aufpassen, dass ihr wirklich mit den 2 Sekunden, vielleicht probiert ihr es mal ein bisschen, wie euer Bildergebnis ist. Das heißt, wenn ihr die Chips werft, das sollte dann schon in dem Moment sein, wo ihr auslöst. Müsst ihr mal ein bisschen probieren. Ich versuche es mal und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Also, Vorauslösung, 2 Sekunden. Und ja, das sieht cool aus. Und zwar konnte ich durch die 160, also durch die sehr kurze Auslösezeit, die Chips hier einfrieren, wie ich sie quasi in der Hand habe und nach vorne werfen. Das Ganze geht natürlich auch mit den Karten. Das heißt, ihr habt vielleicht ein schlechtes Blatt und werft es auf den Tisch. Und genau das Gleiche können wir auch einfrieren mit der 160. Das machen wir jetzt auch nochmal. Und zwar 2 Sekunden Vorauslösung. Und dann werfen wir quasi unser Blatt und
das fertige Foto. Sieht auch hier schon ziemlich cool aus. Ich habe natürlich im Vorfeld schon ein bisschen geübt, nicht, dass ihr jetzt sagt, oh, guck mal, jedes Foto passt bei ihm. Habe ich natürlich schon ausprobiert, das Ganze, sodass das Timing bei mir ein bisschen einfacher war. Vielleicht habt ihr auch eine zweite Person, die euch fotografieren kann, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Dann könnt ihr euer Timing natürlich ein bisschen besser abstimmen. Und für euch ist es einfacher, ein Foto zu machen. Ich habe meine Fotos dann final noch in Lumina nachbearbeitet. Das heißt, ich habe die Kontraste ein bisschen hervorgehoben. Ich habe die Farbe ein bisschen rausgenommen und den ganzen Bildlook so ein bisschen angepasst, wie ich das quasi mir vorgestellt hatte, damit ich hier so zu meinem finalen Foto gekommen bin. Wie ihr das nachher macht, ist natürlich euch überlassen. Ihr könnt natürlich auch das Foto unbearbeitet so lassen. Das sieht mit Sicherheit auch schon cool aus. Aber ich in meinem Fall wollte das ja so ein bisschen so in den Vintage-Stil wieder haben. Das heißt, Farbe musste auf jeden Fall ein bisschen raus. Und das Anheben der Kontraste hat dann quasi bei mir, bei den Fotos, das Übrige zum finalen Foto beigetragen. Ich hoffe, die Fotoidee hat euch wie immer gefallen. Ich fand die finalen Fotos jetzt ziemlich cool, habe sie mittlerweile auch, muss ich sagen, bei einer Stockagentur eingereicht, beziehungsweise bei mehreren wurden auch alle angenommen. Und ich bin ja mal gespannt, wie da so die Verkaufszahlen für diese Fotos sind. Ansonsten, wie immer, wenn euch meine Fotoidee gefallen hat, dann macht sie gerne mal nach und lasst mir mal einen Kommentar dafür da. Welche Einstellung habt ihr genommen? Habt ihr mit zwei Blitzen gearbeitet, so wie ich das gemacht habe? Oder habt ihr vielleicht zwei feste Lichtquellen genommen? Wie gesagt, so eine Schreibtischlampe zum Beispiel, um euch hier entsprechend auszuleuchten. Dann würde mich mal interessieren, welche Kameraeinstellung habt ihr dann verwendet, wenn ihr zum Beispiel mit einem festen Licht gearbeitet habt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.